So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk. Und ihr hört's, ich bin auch minimal krank, aber ich wollte den Blackie Talk diesen Monat jetzt nicht noch weiter nach hinten schieben. Dementsprechend, sind wir bei mir zu Hause, entschuldigt, wenn's halt. Nächstes Mal wird wieder besser. Also auch von der Stimme her. Ja, ihr seht es schon im Titel des Videos bzw. des Podcasts. Dieses Mal geht es um Bannings. Anfang des Monats war ein Riesenhype, weil Wizards angekündigt hat, Bannings, es kommen Bannings. Und ich habe mich da mal gefragt, so, warum haben wir denn diesen Hype? Also zuallererst, was sind Bannings und wieso gibt es Bannings? Bannings bedeutet, dass wir Karten aus Formaten rausnehmen. Alles bis auf Vintage hat eine Banned List. Vintage hat nur eine Restricted List, bedeutet, die können maximal auf 1 runtergehen. Weil da sind, glaube ich, mittlerweile auch Karten gebannt. Bei denen geht halt alles auf 1. Das haben halt sonst keine andere Format, glaube ich. Wir haben nur Banned Lists, wo dann Karten draufkommen, wie beim Legacy Black Lotus, im Modern Deathrite Shaman, im Legacy Deathrite Shaman, im Pioneer, kein Deathrite Shaman und so weiter und so fort. Da sind ein paar Karten drauf, die im Standard fluktuiert das ganz groß und ganz klein, je nach Set und je nach Edition, was dabei rauskommt. Und wieso die passieren, ist offensichtlich. Wizard of the Coast kreiert Karten, unterschätzt Karten, überschätzt andere Karten, die diese Karten kontern können und sorgen dafür, dass einfach ein Ungleichgewicht im Format herrscht oder eben eine Karte so krass dominant ist wie ein Oko, der in allen Formaten einfach so krass dominant war und der deshalb einfach überall weg musste. Also außer Commander und Vintage, aber ihr wisst, was ich meine. Die Commander-Philosophie ist dabei noch ein bisschen was anderes. Auch dort sind Karten, richtig krasse Karten, einfach weiterhin erlaubt, die im CEDH und EDH, was ja dieselbe Banned-List ist, weil es gibt keinen Unterschied zwischen Commander und CEDH, auch wenn CEDH-Spieler euch das weiß machen wollen. Es ist alles dasselbe Format. Das eine spielt halt nur Casual-Style und das andere spielt halt weniger Casual-Style. Aber es ist dasselbe Format und dieselbe Banned-List. Dementsprechend werden dort halt Karten rausgenommen, die anfangen sind für Multiplayer Casual im Multiplayer, weil das ist der Fokus von Commander Banned List und der Commander-Sache. Es ist nicht das CDH. Weshalb ich immer noch finde, CDH sollte eine eigene Banned List bekommen. Aber das ist ein anderer Talk. Was gibt es noch für Gründe, gebannt zu werden, wenn zum Beispiel die Formatphilosophie das Ganze nicht unterstützt? Wir haben zum Beispiel im Modern die Formatphilosophie, nichts sollte vor Turn 3 killen. Ja, das wurde hin und wieder mal gebrochen und es kamen dann immer wieder dieselben Karten drin vor, die in diesen Decks Probleme bereitet haben und deshalb, ja, wurden die dann einfach rausgeschoben. Und ja, Overplayed habe ich schon gesagt, Karten, die einfach in jedem Deck gespielt werden, die einfach in falschen Decks gespielt werden, wenn Wizards denkt, das sind die falschen Decks, wie damals Deathrite Schamane, der einfach in jedem Deck gespielt wurde, wo Decks einfach grün oder schwarz gesplashed haben, um Deathrite Schamane zu spielen, so Banane und das sorgt halt für Unstimmigkeiten tatsächlich. Und das letzte, was sie jetzt mit angefangen haben, ist die leichte Vorausschauung. Bei der letzten Bannings im Legacy hatten wir den Arcanisten, der gebannt wurde, der Dreadlord Arcanist, vorausschauend, weil er zu stark würde. Jetzt ist natürlich die Frage, wer denkt, es ist zu stark, wer weiß, es ist zu stark und what the fuck? Was kam denn danach? Ja, natürlich, mit Ragavan, Dragon Rage, Chandler jetzt wäre alles zu stark gewesen, aber das ist ja schon ewig her, dass da was gebannt wurde. Und welche Karte meinten die dann? Also, es gibt da bestimmt einige Karten, die gemeint haben, aber warum wurde der rausgenommen? Ja, weil Ur Delver immer noch das stärkste Deck ist. Haben sie eine andere Sache hingeschrieben? Ja, haben sie. Seltsam. Aber auch diese vorausschauenden Bans gibt es. Ein Pioneer war zum Beispiel, dass man die Fetchländer bannt, der vorausschauende Bann. Und wenn wir jetzt mal uns die letzten Bannings angucken. Wir gucken uns den Legacy-Banning an, Ragavan. Ragavan war super overplayed, es haben viel zu viele Decks haben den gespielt und die Decks, die ihn gespielt haben, hatten auch viel zu hohe Win-Percentage. Das Viech war einfach viel zu krass, viel zu stark und musste einfach gehen. Die anderen Sachen, zum Beispiel Faceless Haven, wurde wegen einem Power-Level, glaube ich, rausgenommen, weil zu viele Leute halt dieses Snow gespielt haben mit Faceless Haven. Ein zu einfacher Include und zu hohes Power-Level. Ja, ich weiß, es gibt dieses Challenger-Deck, das ignorieren wir hier. Sondern es wurde wegen Power-Level rausgenommen. Ähnlich auch wie Epiphany. Epiphany wurde auch wegen dem Power-Level rausgenommen. Es war viel zu stark, die Leute haben viel zu lange danach gebrüllt, dass das Ding weg muss. Wie sie auch bei dem Chariot rumheulen, dass der weg muss. Oder Ranger's Class. Und ja, hier hat es jetzt mal eine Karte erwischt wegen Power-Level. Das heißt, wir hatten jetzt eine Karte wegen Overplayed, eine wegen Power-Level und eine wegen so einer Mischung aus Overpowered. Weil sie war nicht wirklich Overpowered und die war nicht Overplayed, aber sie war irgendwo ein Problem fürs Format anscheinend. Aber es geht nicht um die Bannings selber, sondern es geht darum, warum wurden die so lange hingezogen? Warum weigert sich Wizards gut zu bannen? Sie machen so schlechte Bannings in letzter Zeit, schon seit Jahren. Sie sind zu langsam. Also
Der Legacy-Bann wurde vor Wochen, Monaten angekündigt zum Eternal Weekend. Und die Daten waren lange da und es wurde nichts gebannt. Warum nicht? Die hatten es halt eine neue Karte. Reicht das aus? Nein, bei weitem nicht. Es gibt nicht umsonst zum Beispiel das Pauper-Konzil, was es jetzt gibt, wo ich immer noch ein Fan davon wäre, ein Legacy-Konzil zu haben. Weil das Wissen um die Formate ist bei Wizards meiner Meinung nach schon lange nicht mehr vorhanden. Sie wissen nicht, was den Formaten ist. Sie können Ergebnisse sehen, sie analysieren und dann machen. Ich glaube nicht, dass bei Wizards irgendjemand großartig Day after Day Pauper zockt. Oder Legacy. Vielleicht Modern. Standard vielleicht. Arena zocken die bestimmt nicht, sonst wären sie schon lange rausgezogen. Also so oder so, es ist schwierig das Thema für Wizards, weil sie keine Ahnung haben und viel zu langsam reagieren, weil anscheinend muss das durch 20.000 irgendwelche komischen Anträge durch. Dann bannen sie super konservativ, seit Ewigkeiten. Es ist schon immer so gewesen, dass sie sehr konservativ gebannt haben. Sie gehen hin und sagen, hey, muss die Karte wirklich gehen? Och, ich finde, die Karte muss nicht gehen. Lass mal lieber die andere Karte bannen. What? Ich finde es super, super seltsam, dass Wizards of the Coast nicht hingehen kann und offen mit den Leuten darüber reden kann, wie sie bannen und warum sie bannen und was sie bannen. Sie haben Oko nicht gebannt in Legacy für super lange Zeit. Und keiner hat verstanden, warum. Astrolab war viel zu lange Modern. Keiner hat verstanden, warum. Sie wollen halt keine Karten bannen. Es ist ja auch irgendwo lobenswert, dass sie versuchen und sagen, hey, wir haben genug Antworten da draußen, die Leute müssen das nur finden und spielen. So funktioniert das Spiel aber nicht mehr. Nicht auf Turnierbasis. Commander, ganz andere Sache, mit der man da interagieren muss. Golos zum Beispiel wurde gebannt, weil er für sehr viele Leute ein sehr nerviger Commander war und diese Länder-Commander einfach Überhand genommen haben. Ja, kann ich sehen. Verstehe ich auch nicht, warum der gebannt werden musste. Er war nervig, ich habe selber dagegen gespielt, klar. Aber naja, dann hat man halt, also ich habe immer einen Strip-Mine bei mir drin. Und dann hat man ganz oft den Punkt schon gehabt, man Strip-Mint da was und der andere Strip-Mint auch und dann zerstört man Golos zwei, dreimal und dann ist das Ding rum. Also, verstehe ich nicht. Kann man einfach alle mit allen drauf prügeln und gut ist. Und da sind sie dann wieder nicht konservativ und das ist so seltsam. Sie machen das so seltsam. Auch die Argumentationen, die sie bringen in ihren Banning-Talks, sind teilweise an den Haaren herbeigezogen. Super strange, ohne irgendwelche klaren Aussagen wie, hey, sorry, we fucked up, this card is too strong. Das hätten sie einfach machen können. Oder, ups, wir haben diese Interaktion nicht gesehen, es tut uns leid, Underworld Breach ist jetzt gebannt, weil diese Interaktion zu stark für uns ist. Kann man anscheinend 2020, 2021 und danach nicht mehr machen. Anscheinend darf eine Company keine Fehler mehr machen. Super dämlich. Super, super dämlich. Sie haben es damals ja gesagt, sie haben damals beim Eldrazi-Winter, für die Leute, die das nicht wussten, es gab mal einen Eldrazi-Winter, wo in Modern praktisch nur Eldrazi gespielt wurde. Oder Decks, die Eldrazi schlagen konnten. Und da haben sie offiziell gestatet, hey, wir haben vielleicht im Modern zu wenig getestet, es tut uns leid. Das war okay. Leute haben gesagt, aha, dass sie überhaupt getestet haben, fanden wir krass. Es hat sich nicht so angefühlt, es war witzig, wir sind weitergegangen. Jetzt hängen wir da und denken uns, what the fuck, wo kommen die Karten her, warum, wieso, was habt ihr dabei geraucht? Also, wenn ich mir Modern Horizons 2 angucke, what? Also es ist total daneben, da müssten so viele Karten von aus verschiedensten Formaten gehen und sie tun es nicht. Und diese Undurchsichtigkeit, dieses, woran machen sie fest, was sie bannen? Wissen sie überhaupt, was sie da bannen? Wissen sie überhaupt, warum sie das bannen? Oder kommt demnächst, ja übrigens, wir bannen, keine Ahnung, Force of Will, weil es ist eine blaue Karte im Legacy. Was ein Quatsch. Also ich muss sagen, ich finde es super ätzend und super strange, dieses undurchsichtig und ähnliches. Und da muss ich halt auch mal einfach lobenswert erwähnen, was sie jetzt mit dem Pauper Council gemacht haben. Dieses Video, was die rausgehauen haben darüber, über verschiedene Bannings. Was wurde nicht gebannt? Warum wurde das nicht gebannt? Und so weiter und so fort. Das war so gut und das bräuchten wir in ganz vielen Formaten. Aber einfach nur ein Talk darüber, warum wurden Sachen nicht gebannt? Oder warum gab es jetzt im Modern keinen Change? Von mir aus sollen sie hinschreiben, wir wollen noch Modern Horizons 2 Displays verkaufen. Habe ich kein Problem mit, aber sie sollen es zumindest adressen. Also, fassen wir kurz zusammen. Wizards bannt zu langsam. Das Eternal Weekend war im Oktober 21 und im Februar 22 kriegen wir Bannings dafür. Das ist viel zu langsam. Vor allem, wenn das Format so problematisch aktuell ist. Der nächste Punkt mit dem Formatwissen ist eine pure Unterstellung. Das ist pure meine Meinung. Dass die Leute dort nicht unbedingt wissen, wie die ganze Format ist, ist ja auch überhaupt nicht mehr möglich. Es sind so viele Formate entstanden. Früher gab es Standard, Extended und Vintage.
Es hat gereicht. Alles andere waren Fanformate, wo die Leute gesagt haben, ja, dann macht doch, was ihr wollt. Jetzt brüllt jeder nach irgendeinem offiziellen, oh mein Gott, ich möchte aber auch, dass mein Commander-Format, wo IKDXY nicht legal drin ist, auch von Wizards acknowledged wird. Nein, ums. Aber gut, lassen wir es kurz beiseite. Die Leute können das gar nicht. Das verstehe ich auch vollkommen, dass nicht jeder ein Experte in jedem Format sein kann und dass man sich dann irgendwie versuchen muss, Experten reinzuholen. Gar keine Frage. Natürlich outsourced das ist das Problem nur und man wird noch fauler und konzentriert sich noch mehr auf nicht Bannings und nicht Formate, sondern mehr auf neue Karten und Secret Layer und sonst was, weil man hat es ja ausgesourced. Also das haben wir extern vergeben, das mit den Bannings und mit den Formaten, das sorgt halt dafür, dass sie sich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Das Konservative, ja, zu dem muss ich noch ein paar, zwei, drei Takte mehr sagen, damit habe ich ein Problem. Dieses konservative Banning sorgt dafür, dass Leute einfach nur noch seltsam draufschauen. Ich habe gerade eben schon gesagt, warum wurde in Modern nichts gebannt, um Modern Horizons 2 zu verkaufen? Und das ist meine ehrliche Meinung. Es gibt keinen Grund für mich, nicht im Legacy noch ein, zwei Karten mehr wegzunehmen, die problematisch sind. Was ist denn mit Murktide Regent? Ist Delver immer noch Tier 1? Ja, auch mal andere Karten probieren. Days wurde oft diskutiert. Könnte man mal rausnehmen. Müsste man es? Wahrscheinlich nicht. Man könnte aber. Einfach nur zum Testen, was dann passiert. Dafür müsste man aber sich aus seiner konservativen Position herausbewegen. Und das will Wizards nicht. Ich weiß nicht, ob sie auf noch mehr Daten warten oder ob sie einfach das Format besser verstehen als wir Spieler. Es kann natürlich sein, dass sie einen viel größeren Plan haben. Sie haben ja die nächsten 5, 6 Sets wahrscheinlich schon in Planung. Die nächsten 2 Sets werden wahrscheinlich schon aktuell in Booster gepackt. Vielleicht wissen die besser, wie man unser Format spielen sollte. Vielleicht denken die sich, vielleicht geben wir den Spielern noch ein bisschen Zeit, um dieses Sideboard-Tag gegen das Deck herauszufinden. Oder sowas. Ich weiß es nicht. Es werden aber immer langsamer Karten gebannt. Gerade bei Imprint-Sets tun sie sich super schwer, selbst im Standard, da Sachen rauszunehmen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wie einfach sie Karten suspenden und bannen und desuspenden auf Arena. Klar, sie müssen keine Kompensation geben, die Leute können sie nicht mehr aus Boostern ziehen, das ist ja nur Suspending, fertig. Ja, das geht halt im realen Leben nicht. Ein Spieler macht einen Booster auf, findet da drin einen Oko, freut sich, oh cool, hier ist ein Oko, ist ein cooler Planeswalker, den spiele ich. Und alle um ihn herum im Laden sagen, ja, nein. Und das ist halt Kacke. Klar, also für den Spieler. Aber dieser eine Spieler oder diese 1000 Spieler, die das haben, die das nicht wissen, gegenüber den 10.000 Spieler, die euer Spiel spielen, wahrscheinlich sogar 100.000 mittlerweile, Hunderttausende, das ist kein Vergleich. Und ja, Wizards möchte Neukunden beschützen. Wizards möchte Leute beschützen, die einen Booster aufmachen und sich freuen. Und wenn es ihr erstes Booster ist, werden die nach wahrscheinlich nie wieder einen Booster kaufen. Bestandskunden sind genauso wichtig. Ich sag's immer wieder. Und für Bestandskunden sind Bannings wichtig. Sie haben damals extra eingeführt, dass sie jeden Montag bannen könnten. Super frisch, super neu. Für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, früher war es so, dass man immer ein festes Datum hatte. Und zwar alle paar Monate, ich glaube, jedes Mal im Quartal, also viermal pro Jahr kam ein Datum, an dem dann gebannt oder nicht gebannt oder entbannt wurde. Da wurde dann eben gesagt, okay, an diesem Datum passiert was. Davor, die Tage davor, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da ein Hype drum war und sonst was. Aber wo ist es jetzt gedacht, oh, jetzt haben wir kurz danach ein neues Set released und wir haben 3 Monate nicht darauf reagiert, dass diese Karte zu strong ist. Das wollen wir unseren Spielern nicht antun. Wir können jetzt jeden Montag bannen. Seitdem gibt es eine Ankündigung eine Woche vorher. What the fuck? Statt hinzugehen und sagen, hey, wir bannen jetzt. Fertig. Aus. Surprise. Nein, nein. Jetzt wird eine Woche vorher wird ein Announcement geschrieben, das übrigens in einer Woche gebannt wird oder entbannt wird. Und für vielleicht 2, 3 Formate. Und ansonsten wird es verschleiert dargestellt. Wofür dann das Abschaffen? Wofür dann ein funktionierendes, gutes System, wo man alle paar Monate auf die Formate geguckt hat und gewusste, okay, ich gucke mir eine Woche vorher und eine Woche nachher das Format an und sage, Banning, Time, was ist ein Problem? Gibt es ein Problem? Können wir was Lustiges entbannen? Nein, jetzt müssen sie es theoretisch die ganze Zeit monitoren, was sie nicht tun, und schnell reagieren, was sie auch nicht tun. Also das war einfach nur ein Schritt nach hinten, den sie uns als Schritt nach vorne verkauft haben. Weil ja, wir hatten auch so ein Announcement, wo gesagt wurde, ja, es ist nichts, nothing changed, everything is fine.
okay, finde ich okay. Dann haben sie wenigstens gestated, wir finden, dass aktuell alles okay ist. Und sie sind dann auch in verschiedene Formate gegangen und gesagt, yo, Modern ist kein Problem, Legacy ist kein Problem, da und da ist kein Problem. Sie haben auch nie drüber geredet, so okay, wir haben uns ein paar Karten angeguckt. Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist einfach nur daneben. Und das ist wirklich ein Problem. Diese Undurchsichtigkeit, die ja mein vierter Punkt ist, wo sie Modern noch nicht mal interessiert haben. Wie sollen die Modern-Spieler sich jetzt fühlen? Ich kenne so viele Leute, die aktuell super viel Spaß am Modern haben. Mich mit eingeschlossen. Ich finde das Format super aktuell. Ich liebe das Format. Ich kenne aber auch eine ganze Menge Leute, die unzufrieden sind. Liegt es an ein, zwei Karten? Ja. Gibt es eine Menge mehr Karten, die die Leute, die das Format toll finden, sie immer noch das Format danach toll finden würden? Ja. Gibt es jetzt schon Leute, die versuchen, ein Modern-Format aufzuziehen ohne Modern Horizons? Ja. Ist das eine gute Idee? Nein. Ich finde Modern aktuell toll. Und wo war das Problem, reinzuschreiben dass in das Announcement, hey, wir finden Modern aktuell toll? Verstehe ich nicht. Hinzugehen und Karten nicht zu nennen, wo man gesagt hat, oh, wir haben vielleicht überlegt, neben Ragavan noch Days rauszunehmen und vielleicht Ursachsaga und vielleicht das. Ja, okay, öffnet Spekulation, macht einen angreifbar, lässt einen dann irgendwer in der Twitter-Bubble, der durch die Gegend rennt und sagt, mi, sie haben gesagt, sie finden Days in Ordnung, aber Days müsste gebannt werden, bla bla bla. Okay, verstehe ich, ja? Möchte man sich nicht angreifbar machen. Aber warum nicht mit den Leuten diskutieren? Warum dann nicht sagen, ey, wir haben gesagt, wir finden Days in Ordnung. 20.000 Leute sagen uns, Days ist nicht in Ordnung. Warum? Sagt's uns. Redet mit uns, interagiert mit uns, damit wir euer Spiel, was wir euch providen, besser machen können. Es ist halt einfach strange, nicht mit den Leuten zu reden. Und das kenne ich aus anderen Kartenspielen tatsächlich auch. Viele wissen es ja nicht, ich habe ja in letzter Zeit sehr viel auch Yu-Gi-Oh! Gespielt und auch das PC-Spiel davon viel gespielt und ich finde es eigentlich ziemlich gut. Und da habe ich mittlerweile wieder einen schönen Vergleich. Konami redet nicht mit seinen Spielern. Konami pumpt einfach und macht einfach. Und die Leute nehmen es einfach hin. Wizards versucht offen zu sein. Wir haben Leute wie Gavin. Warum kriegen wir Dark nicht einfach mal ein Magic Monday Talk about Bannings and why they happened and why other things didn't happen? Warum nicht? Ja, weil es ein kontroverses Thema ist und bloß keine Kontroversen. Bloß nicht. Wir wollen ja konservativ bleiben. Genau dasselbe mit Endbannings. Jede Banning-Season sind Leute da am Hals und sagen, die Karte muss entbannt werden, die Karte könnte entbannt werden, da ist kein Problem mehr. Ich verstehe einen Großteil der Legacy-Bannings nicht, weil viele von den Karten sind irgendwie im 1900 irgendwas auf die Bannedlist gekommen. Die würde heute niemand mehr spielen. Wer würde denn eine 6-Mana-Verzauberung spielen, wo man für ein Leben eine Karte ziehen kann? Wir haben Grizzlebrand. 7 Mana, zahl 7 Karten, zieh 7... Was... Lifelink, 7 Damage fliegt. Was? Es gibt teilweise Karten, die diskutabel sind. Ja. Es gibt Karten, wo ich es persönlich sage, verstehe ich nicht. Schwarz und X, random Handkarten abwerfen, X Stück. Ja, okay, dann macht der Gegner das mit Dark Red und lässt in der ersten Runde 2 Handkarten abwerfen. Hätte er das mit dem Jurag auch gekonnt? Ja. In der zweiten Runde kann er 3 Karten abwerfen. Für 2 Karten. Ist ein Plus. Hätte er einfach im Jurag und Torzi spielen können. Ja. Ja. Und da sind einfach Karten noch drauf, die halt sehr alt sind. Sehr, für alte Leute wie mich teilweise schon nicht mehr verständlich. Aber dann gibt es noch die älteren Leute, die den Graus dieser Zeit damals erlebt haben. Und die Karten waren damals ja so suppressive und was nicht alles. Kann alles gut sein. Ich rede ja genauso, wenn ich über Deathrite German rede. Aber ganz im Ernst. Da könnte man so viel mal runternehmen. World Gorger Dragon ist runtergekommen. Es hat niemanden gejuckt. Gut, Entomb ist runtergekommen und seitdem gibt es wieder Reanimator. Aber World Gorger ist runtergekommen, es hat niemanden gejuckt. Modern genau dasselbe. Stoneforge. Die Leute haben jahrelang, Jahrzehnte gefühlt nach Stoneforge gebrüllt. Sie ist runtergekommen. In wie vielen Decks sieht man sie? Wenigen? Jo. Habe ich mir gedacht. Jace the Mind Sculptor, genau dasselbe Problem. Er war viel zu lange auf der Bannedlist. Aber seitdem gibt es keine Unbannings mehr. Warum nicht? Ich verstehe nicht, warum man da nicht hingeht und sagt, wenn wir jeden Montag bannen können. Hier, probiert mal einen Monat aus, dann auch mit Ankündigungen. Wir gucken uns das an. Es kann sein, dass der in einem Monat wieder weg ist. Green Sun sind jeder Modern. Go. Habt Spaß. Zeigt mal, was ihr könnt. Warum gibt's das nicht? Man kann es ja später wieder bannen, eigentlich. Natürlich steht da eine Menge Geld dahinter. Natürlich sind dann auch wieder die Leute, die viel Bads haben. Oh mein Gott, ich habe die Karte für 50 Euro in den Hype reingekauft und jetzt ist sie wieder gebannt, jetzt kostet sie wieder 3 Euro. Selbst schuld. Wizards sollte diesen sekundären Markt, den sie nicht acknowledgen können, einfach ignorieren. Das tun sie nicht. Weil genauso ist es mit den Bannings.
Weil sie bannen ja auch Karten im Standard, die aktuell Stores noch im Verkauf haben können. Und das ist halt daneben. Wirklich daneben. Sie bannen zu wenig, sie bannen seltsam, sie bannen undurchsichtig und sie entbannen noch viel weniger. Ich finde es so cool, wie Yugi damit umgeht. Sie gehen einfach hin und sagen, hey, hier, die Karte, die alle gefürchtet haben, macht nochmal von der Bannlist runter. Und dann 2-3 Monate später so, oh, ja, Zodiac war doch ein Problem. Nehmen wir wieder runter, ist wieder gebannt. Nobody cared. Die Leute hingen dann und sagen, yo, ist wieder auf der Bannlist, nice. Will ich, dass Black Lotus von der Bannlist kommt? Nein. Will ich, dass jemand sich Gedanken über die Bannlist macht, aktiv das monitort und immer mal wieder sagt, hey, das wird gebannt, das nicht. Hier habt ihr die Gründe, warum das gebannt wird. Hier habt ihr die Gründe, warum das nicht gebannt wird. Hier können wir drüber reden. Das ist unsere Plattform. Ja, es ist ein Spiel, wo viele Leute nicht verstehen, dass es von Wizards kommt. Wir müssen annehmen, was Wizards uns gibt. Klar, es wird immer wieder versucht, dieses, nein, wir spielen jetzt Commander ohne Secret Lair. Es setzt sich nicht durch. Es ist ein Spiel, was Wizards uns gibt. Und wir müssen damit leben. Das ist wie ein Patch in League of Legends oder World of Warcraft. Wir müssen damit leben, dass die Stats jetzt anders sind. Und wir müssen damit leben, dass andere Karten in unser Format gekommen sind. Aber es ist nichts Negatives. Ein purer Stillstand, wo man zum Beispiel sagt, hey, wir spielen nur, keine Ahnung, Pre-Modern und Ähnliches. Nichts gegen Pre-Modern, ich mag das Format, ich habe selber ein Deck, finde ich super. Aber das ist ein Stillstand. Weil auch im Pre-Modern natürlich tut sich ein bisschen was an der Meta immer wieder rotieren, je nachdem, welches Deck gerade gut ist. Aber das ist halt nicht so, wie es sein sollte. Neue Karten tun Formaten gut. Nicht alle. Auf keinen Fall. Aber die kann man ja bannen. Eigentlich. Wenn man bannt. Und irgendwann kann man wieder testen, ob man sie wieder spielen kann, indem man sie wieder anbannt. Früher hat das Wizards gemacht. Wir haben so viele Karten, die mittlerweile gespielt werden, die früher mal auf der Bandlist waren, wo Leute es teilweise gar nicht wissen, gerade im Legacy. Im Modern ist es ein bisschen weniger. Ja, Bloodbraid Elf, Jace, Stormforge. Ich weiß aktuell gar nicht, ob der Golgari Grabtreu wieder gebannt ist. Ich glaube ja, weil sie auch dort schon zu konservativ gebannt haben, den rausgenommen haben und danach erst Hogak, der das eigentliche Problem war, rausgenommen haben. Und das finde ich schwierig. Ich appelliere daran, dass wir dieses Banning-System, ähnlich wie es Pauper jetzt auch hat, outsourcen können. Ich bin kein Fan davon, wenn die Firma keine Verbindung mehr hat zu dem Spiel, was sie produziert. Aber besser als so ein Pseudo, wir wissen, was wir tun. Dann will ich lieber, dass die Spieler, die es aktiv spielen, und davon ein paar Leute, die wirklich Ahnung haben, die sich dafür einsetzen, die da Herzblut reinsetzen und die sagen, das ist mein Hobby, teilweise meine Arbeit oder mein kompletter Lebensinhalt oder Großteil meines Lebensinhalts, um es nicht ganz so traurig zu formulieren, dass diese Leute mehr Gehör bekommen und halt auch mehr Einfluss. Es soll halt nicht so sein wie jetzt beim Commander, wo sie das komplett outsourcen, die dann bannen und können, was immer sie wollen, und das ist total egal, sondern so wie das Councils, das Pauper Councils, eine gute Idee. Und ich hoffe, dass sie es für weitere Eternal-Formate einbringen. Denn sie können nicht alles überblicken. Und sie sollen, weiß Gott, nicht so tun, als könnten sie es. Ich hoffe, dass sich einiges verändert. Gerade was Bannings angeht. Ich finde Bannings aktuell super schlimm, super schlecht geregelt, nicht gut, super undurchsichtig, viel zu langsam, viel zu konservativ, keine Endbannings, kein Testing, kein gar nichts. Aber vielleicht bin ich da alleine. Und das könnt ihr mir gerne über Discord, Twitter, Instagram, Facebook irgendwo schreiben oder auch in die YouTube-Kommentare, wenn ihr das auf YouTube schaut. Und wir können da gerne noch ein bisschen drüber diskutieren. Seht ihr das genauso? Seht ihr das anders? Sagt ihr, nein, Bannings sind total schlecht und es sollte am besten nie eine Karte gebannt werden, was auch voll okay ist. Und jede Karte, die gebannt ist, sollte für immer zerschreddert werden oder nicht. Und ich rede hier nicht von diesem komischen Alchemy-Rebalancing-Quatsch. Das lassen wir völlig beiseite. Es geht hier vom Paper, es geht hier um Papier. Es geht um Papier. Papier ist nämlich cool. Und ich spiele das Spiel fast nur in Papier. Dieses Alchemy-Kram oder Online-Rebalancing, das lassen wir mal beiseite. Das ist Quatsch. Und ja, ich weiß, früher gab es Errata. Die gibt es heute sozusagen fast gar nicht mehr. Außer man spielt Companion, da gab es Errata. Das war ein angenehmer Nerf. Aber das lassen wir beiseite. Es geht hier nur ums Ban. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich auch mal über andere Sachen noch rede, Vorschläge habt und wenn es das Erraten ist oder ähnliches, schreibt es in die Kommentare und lasst es mich wissen oder schreibt es mir über irgendeinen meiner anderen Kanäle. Dann können wir darüber auch mal reden. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.